Die 26. Internationale Ausstellung für Fahrwegtechnik, kurz IAF, präsentiert vom 28. bis 30. Mai in Münster die Neuheiten aus den Bereichen Schienentechnik und Gleisoberbau. Mit über 200 Ausstellern und rund 25.000 Besuchern ist die IAF in dieser Sparte die weltweit größte Messe. Der Schirmherr der Ausstellung, Bundesminister Dr. Peter Ramsauer, ließ keinen Zweifel daran, wie groß der Stellenwert dieser Leistungsschau ist. Der Gleisbau ist buchstäblich die Grundlage für vernünftiges Bahnfahren. Ohne Gleisbautechnik kein vernünftiger Eisenbahnverkehr. Der Nutzer, egal ob Fracht- oder Passagierverkehr, der sieht ja immer nur Pünktlichkeit und so weiter. Diese Dinge, diese vordergründigen, aber wichtigen Dinge, die ganze komplexe bahntechnische Welt dahinter wird nie gesehen. Und dass wir mit dieser Messe auch diese internationale Reputation Deutschlands mit hervorragenden Unternehmen belegen können, das finde ich als Bundesverkehrs- und Bauminister ganz großartig. Wir haben derzeit ein Netz von gut 34.000 Kilometern. Wohlgemerkt Netzlänge. Und ich weiß natürlich, dass wir an zwei großen Fronten hart kämpfen müssen. Erstens, dass dieses Netz viel besser und intensiver, als es in der Vergangenheit der Fall war, instand gehalten werden muss. Und zweitens, dass wir im Bereich dieses Netzes noch erheblich ausbauen müssen, also Engpässe beseitigen. Und dass wir auch noch einige tausend Kilometer völlig neue Trassen auf der grünen Wiese sozusagen brauchen, um den Erfordernissen der Zukunft Rechnung zu tragen. Zur Eröffnung richtete der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe, sein Grußwort an die Besucher. Die dürfen sich in diesem Jahr über ein spannendes Programm aus Seminaren, Workshops und Demonstrationsshows an Gleis und Maschine freuen. Ich glaube, dass Städte allgemein auf der Suche sind nach intelligenten Mobilitätskonzepten. Wir selber sind als Stadt Münster da in einer Vorreiterrolle. Bei uns werden 38% aller Straßenverkehrsbeziehungen mittlerweile mit dem Fahrrad wahrgenommen. Nur noch 33% mit dem Pkw, der Rest bei Bus, Bahn und Schienenverkehr. Und ich glaube, so integrierende, miteinander verknüpfte Verkehrskonzepte, die sind absolut zukunftsentscheidend. Sie sind deshalb intelligent, weil sie Kosten sparen, weil sie mit dazu beitragen, schnell von A nach B zu kommen. Und sie sind letztlich auch deutlich umweltfreundlicher. Das wird der große Weg sein. Das Thema Infrastruktur wird in der Öffentlichkeit wieder sehr, sehr stark nachgefragt. Und wir sind im Grunde genommen dabei, heute die Wurzeln dafür zu legen, dass auch kommende Generationen in unserem Land und in Europa gut leben können. Und wir die Frage beantworten können, nicht nur wie wir leben wollen, sondern wovon wir leben wollen. Das ist schon sehr gut spürbar hier. Die Voraussetzungen für die IAF sind in Münster ideal. Neben der 18.000 Quadratmeter großen Fläche des Messe- und Kongresszentrums bieten 3 Kilometer der unmittelbar benachbarten Gleisanlage der Westfälischen Landeseisenbahn ein ideales Terrain zur Präsentation. So sind die Weichen bestens gestellt, die IAF 2013 zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Aussteller und Besucher zu machen. Bauforum24TV Construction in Motion www.bauforum24.tv